Im Übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Tucholsky gilt als gefährlich. In der Kaiserzeit schauen ihm die Zensoren auf die Finger. Die Weimarer Republik schützt ihn nicht vor Verleumdungsklagen. Er wird geliebt und gehasst. Als jüdisch-oppositioneller Autor von den Nationalsozialisten verfolgt, werden seine Schriften verboten und verbrannt. Bis heute erregen Tucholsky-Zitate höchstrichterliche Gemüter. Viel Feind, viel Ehr dem Mann, der mit Witz und Wut im Bauch immer auf den Punkt zu schreiben versteht. Zu jeder Lebenslage, zu jedem Problem gibt es ein passendes Tucholsky-Zitat, zeitlos. Genau betrachtet ist seit Tucholsky alles gesagt. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Das deutsche Schicksal? Vor einem Schalter stehen. Das deutsche Ideal? Hinter einem Schalter zu sitzen. Deutschland ist eine anatomische Merkwürdigkeit. Es schreibt mit der Linken und tut mit der Rechten. Wirf den Bankier, wie du willst. Er fällt immer auf dein Geld. Wenn die Unternehmer alles Geld im Ausland untergebracht haben, nennt man dieses den Ernst der Lage. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letzte heißt Religion. Was die Kirche nicht verhindern kann, das segnet sie. Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die Liebe der anderen, das ist beinahe so lächerlich wie unsere eigene Liebe von vorgestern. Manche Kritiker haben zu Hause so schreckliche Frauen. Und deshalb haben manche Schauspielerinnen so hohe Gagen. Das ist schwer, ein Leben zu zweien. Nur eins ist schwerer, einsam zu sein.